Hallo und herzlich willkommen zu dem Fazit von Let's Play Grandia 2. Das Let's Play ist offiziell beendet. Wir haben Grandia 2 erfolgreich abgeschlossen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu Let's Playen. Und mir hat es natürlich auch sehr viel Spaß gemacht, mir hier noch die ein oder die andere Trophäe mitzunehmen im Laufe des Let's Plays. Wir haben auch fast alle mitgenommen, bis auf die mit den 100 Tränken. Und die Trophäe mit den Nüssen, das habe ich ja leider offscreen machen müssen, da mein Geduldsfaden ja ziemlich am Ende gewesen ist. Während der Aufnahme, da bin ich ja hier und da mal, wie so oft. Naja gut, in diesem Let's Play bin ich gar nicht so oft ausgeflippt, ne? Also das hielt sich ja alles noch in Grenzen. Also wenn ich da an andere Let's Plays von mir zurückdenke, da gibt es wesentlich schlimmere Ausfälle. Ja, der Schwierigkeitsgrad, muss ich sagen, der ist doch ziemlich einfach gewesen. Also wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich dann doch vielleicht im Let's Play getraut, dann auf schwer zu spielen. Wie gesagt, das mache ich ja gerade aktuell in meinem privaten Durchgang, sofern es die Zeit erlaubt. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, ich habe ja eigentlich alles im Laufe des Let's Plays schon gesagt, das Ganze, ne? Also, Millennia ist und bleibt einfach on fleek meine Lieblingsfigur. Ne, ich finde die einfach so unfassbar toll. Ich fand die auch als Kind mega, als sie mit in unserer Gruppe gewesen ist. Und ja, ich erinnere mich auch noch mal ein bisschen zurück. Also jetzt hier so gerade an die letzte Folge. Ne, als wir am Ende gesehen hatten, ja, sie ist Lehrerin und bla. Und ich wusste das noch. Ich hatte das noch so im Hinterkopf, ne? Dass sie irgendwas mit Kindern macht. Ich wusste nur nicht mehr genau, was genau. Aber ja, okay, es ist mir eingeleuchtet als sie, ne, eine Lehrerin geworden ist. Und wir hatten aber damals im Let's Play, als ja dann leider Marek gestorben ist, da ist sie ja auch gestorben. Und deswegen war ich dann erstmal total schockiert. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also es war doch auch für mich nochmal gut, dieses Spiel nochmal zu spielen. Und jetzt habe ich ja auch so einen kleinen Vergleich mit dem ersten Teil. Den ersten Teil, den hatte ich ja am Anfang des Jahres Let's Played. Und der hat mir auch verdammt viel Spaß gemacht, der erste Teil. Und da muss ich sagen, da gefällt mir der zweite Teil ein kleines bisschen besser. Aber das liegt vermutlich daran, weil da auch ein bisschen Nostalgie dahinter steckt. Ne? Ich habe das Spiel damals von einem Klassenkameraden ausgeliehen bekommen und war hin und weg von dem Spiel. Und aber ich hatte es durchgespielt, also das weiß ich noch, weil das war eines meiner ersten Spiele, dass ich, also ich glaube, das war sogar mein allererstes Spiel gewesen, das ich durchgespielt habe und war so stolz auf mich, dass ich was zu Ende gebracht hatte. Weil früher war das bei mir ja immer so, wenn ich ein Spiel eingelegt habe und bin nicht weitergekommen, dann habe ich das Spiel nochmal weggepackt und habe ein anderes Spiel gespielt. Und wenn ich da nicht mehr weitergekommen bin, dann habe ich da doch nochmal das andere Spiel rausgeholt und da nochmal probiert weiterzukommen. Also ich war da als Kind ein bisschen speziell. Ja, ich habe gesagt, mein Lieblingscharakter, ne, Millennia. Marek wäre so auf dem zweiten Platz. Die Weiterentwicklung von Tio fand ich auch unfassbar interessant. Das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das hat mir auch total Spaß gemacht, sie hier zu sprechen, ne, weil sie war ja dann so, ne, ein Automaton ist sie ja und hat ja dann ein bisschen langsamer gesprochen und so. Und ich habe das dann versucht, so ein bisschen das von der Synchronsprecherin, das mir so ein bisschen zu anzueignen, um das so zu übernehmen. Das habe ich auch versucht bei Millennia zu machen, das ist mir aber nicht so ganz gelungen, aber obwohl mir das richtig viel Spaß gemacht hat, hier die ganzen Stimmen da so ein bisschen nachzuahmen. Ihr müsst wahrscheinlich denken, ich bin bescheuert. Aber das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich mach das ja in meinen Let's Plays ja grundsätzlich so, ne? Das habe ich, das habe ich so gelernt. Und hier hat mir das verdammt viel Spaß gemacht. Nur mit den Frauenstimmen, das ist bei mir, finde ich das immer ein bisschen schwierig. Da habe ich immer das Gefühl, oh, ja, okay, Elena und Millennia, die haben sich dann doch ein bisschen gleich angehört, wenn ich sie dann gesprochen habe. Aber egal, es hat mir einfach Spaß gemacht und darum geht es ja, ne? Ich mache ja das Ganze, weil mir das ja Spaß macht. Und ja, was habe ich denn noch hier stehen? Also vom Schwierigkeitsgrad, ich mache gerade so, als hätte ich hier irgendwas aufgeschrieben. Ich habe mir ein bisschen was an Notizen gemacht, ja, aber das ist es auch gewesen.
Wen ich ja hier überhaupt nicht mochte, ne? Also überhaupt nicht. Die hab ich ja gefressen, als ich die schon gesehen habe. Und das ist die Celine gewesen, ne? Die Anführerin der Kathedralenritter, ja? Die Hohepriesterin da. Also als ich die gesehen hab, oh nee, da hab ich ja dann schon wieder so einen Krampf im Magen bekommen, ne? Ja, ich wusste das. Als ich die dann zum ersten, okay, jetzt fange ich an zu stottern. Also als ich sie zum ersten Mal in dem Let's Play gesehen habe, als wir sie zum ersten Mal gesehen hatten, da dachte ich, ach du meine Güte, stimmt, da war ja noch was. Da war ja noch was. Also die ist, glaube ich, so einer meiner Hasscharaktere. Die kann ich leiden wie Bauchweh. Und die Sache hier mit Malphus, also mit dem Bruder von Widow, da hatte ich das Ganze auch ein bisschen anders in Erinnerung. Ich dachte, die Geschichte mit ihm wird viel länger gehen, aber die ist gar nicht so lang gewesen in dem Spiel. Fand ich aber auch sehr interessant. Tut mir halt leid, dass der böse Bruder dann leider sterben musste. Das Ende fand ich schön von Widow, ne, dass er dann da an diesen Baum ging und das Krana-Schwert dann begraben hat und hoch in den Himmel blickte und ja, sich von seinem Bruder dann verabschiedete, ne? Schön wäre es halt gewesen, wenn er zusammen jetzt mit Gata ja hier die neuen Krieger ausgebildet hätte. Das hätte mir, glaube ich, auch noch gut gefallen, wenn wir das gesehen hätten. Ja, Tio ist eine Krankenschwester, fand ich auch richtig toll, hat ihr auch richtig gut ausgesehen, aber hier jetzt mal ganz ehrlich mit Elena, ne, also wie die ausgesehen hat, das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, also die hat ja wirklich so ausgesehen, als wäre die total ready für auf das Oktoberfest zu gehen, ich fand, ne, also, oh my gosh, also das hätte man vielleicht auch ändern können, keine Ahnung, dass sie jetzt eine Priesterin geworden ist oder so, ich glaube, das hätte ihr besser gestanden oder dass sie einen Chor leitet oder so, naja, aber okay. Ne, dann ist sie halt mit dem Zelt unterwegs und geht von der einen Stadt in die andere und tretet da auf, auch in Ordnung. Aber man sollte dann vielleicht dann doch nochmal an ihrem Outfit arbeiten. Also das fand ich ja ganz schrecklich. Fand ich nicht so doll. So, was gab's noch? Die Orte. Die Orte. Da muss ich ja sagen, ja, also da gab's jetzt so gar keinen Ort, wo ich jetzt dachte, wow. Der ist ja mega geil. Also, Garland hat mir gut gefallen. Das Dämonengericht fand ich auch noch gut. Und das dürfte es aber dann eigentlich gewesen sein. Also, ja. Na, also, was die Orte da anging. Also, da haben mir dann die Orte im ersten Teil besser gefallen. Ja. Was habe ich denn noch hier stehen? Ja, ansonsten habe ich hier gar nichts stehen. Also falls ihr irgendwelche Fragen haben solltet, was ich jetzt hier nicht aufgezählt habe, was ihr gerne noch wissen möchtet, dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, ich bedanke mich dann bei allen bei euch, die zugeschaut haben und mich auf dieser Reise von Grandia 2 begleitet haben. Ich werde eines Tages, ich habe ja jetzt letzte Wochen habe ich ja hier an meiner PlayStation 2 bzw. an meiner PlayStation 3 rumgedümpelt und habe geguckt, wie ich von meiner älteren Konsole aufnehmen kann. Und das hat endlich funktioniert und dann werde ich mal gucken, dass ich mir da mal Grandia 3 noch organisiere. Das fehlt mir nämlich noch in meiner Sammlung. Dieses Spiel besitze ich noch gar nicht und habe es logischerweise auch noch nicht gespielt. Und wenn ich es besitze, Leute, dann kann ich euch sagen, das wird auf jeden Fall Let's Played. Da bin ich mal gespannt, was die Entwickler sich da einfallen lassen haben für den dritten Teil. Gut, ja, dann soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich nochmal bei euch allen, dass ihr eingeschaltet habt und vielleicht sehen wir uns dann in einem neuen Projekt wieder. Bis dann. Tschüss.